Es geht weiter mit dem fünften Part zu The Cyber Shinobi. Mensch, meines Kurzprojektes. Oder mein Kurzprojekt. Ach, jetzt stimmt hier schon nicht mal mehr die Grammatik. So, weiter geht's. Aber hier kommen jetzt wieder richtig viele Gegner. So liebe ich das. Und wieder so eine Scheißkanone, Mann. So, jetzt ducke ich mich hier mal, aber das... Oh, das nützt ja mal gar nichts hier. Ja, so wird das nie was. An der Stelle lasse ich mich einfach mal kaputt gehen. Zwar nicht mit Absicht, aber egal. So, wir machen nochmal hier ab dieser Stelle neu, weil das kann ich ja niemandem zumuten, was jetzt hier gerade passiert. Also, ich darf einfach nicht so viel Energie bei diesen Kanonen verlieren und ich habe im Moment noch kein wirkliches Mittel dagegen. So, Power brauchen wir zwar nicht. Ach, Mann, diese verdammten Kanonen. Wie soll ich denn da vor... Bitteschön. So, so einfach ist das. Na toll. Und mein Ninjutsu ist voll. Sehr gut. Boah, Mädel, mach mich nicht sauer hier. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Slot gewechselt. Egal. Heidi ho. Hey! Hey! Um Gottes Willen! Okay. Okay. Dann ist jetzt mal wieder Zeit für ein... Ich wollte eigentlich sagen, für ein Ninjutsu. Warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Uah! Da ist ja, glaube ich, schon der Boss. Ja, das ist der. Dann lasse ich mich mal hier kurz an dieser Stelle. Gut. Das ist der finale Boss, der Psygana. So, hallo. So. Dich werden wir doch direkt mal mit einem Jutsu begrüßen. Oh, Donnerwetter. Was ist denn das? Joe Musashi, du hast es ja richtig drauf. Ist das so eine Art Donnergott oder was? Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Spiel, dass ich volle Ninjutsu-Power hatte. Vielleicht liegt es daran. Oh. Oh, mein Gott, was ist denn? Ja, ich hab's gewusst, der war gar nicht so leicht. Ist mal was ganz anderes wie dieses Black Tigerchen da. Und das nächste Ninjutsu, da kenne ich gar nichts. Wir verlieren hier nämlich ziemlich viel Energie und das will ich nicht. Oh mein Gott. Und das nächste Ninjutsu. Wir ballern einfach mal alles drauf, was wir haben. Und dann müsste dieser Typ relativ bald besiegt sein. Und das nächste Ninjutsu. Sag mal, hat es den jetzt überhaupt getroffen? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und ich glaube, das trifft ihn auch nicht. Ich glaube, da war ich zu weit weg. Ja, in der Tat, das hat ihn nicht getroffen. Der wird auch hier... Oh mein Gott. Ich verstehe. Der wird irgendwie... Oh. Der wird durch dieses Schutzschild hier anscheinend geschützt. Interessant. Okay. Aber der könnte es ja mal irgendwann mal wieder verlassen. Ah. Und dann setzen wir unser Ninjutsu ein. Genau, so machen wir es. Jetzt habe ich das Prinzip wieder verstanden. Ha! So, an der Stelle habe ich gepennt. Das hätte ich besser machen können. So, jetzt ist es aber endgültig Schluss hier. Das war's ja. Aber das war's. Sehr gut.
Okay, wir haben ihn besiegt. Ich habe zwar keine Ahnung wie und warum und warum... Ja, ist egal. Wir haben ihn besiegt. Wir haben den Endboss besiegt. Haha. Und das Gehirn zerdeppert. Künstliche Intelligenz, ich verstehe. So. Und das war's. Wir haben das Spiel gepackt. Man glaubt es kaum. Ja, das war es tatsächlich schon. The Cyber Shinobi. Ach, schauen wir erstmal den Abspann. Ja, das Muttergehirn ist explodiert mit den finalen Worten, dass er Joe Musashi mitnehmen würde. Aber Joe konnte entkommen. Und nun kehrte er wieder zurück in das Tal der Shinobis. Während sich die Entwickler des Spiels selbst feiern, meine Güte, Joe, musst du etwa zu Fuß laufen zurück ins Tal? Armer Kerl. So, das war's schon mit meinem Kurzprojekt von The Cyber Shinobi. Ein hübsches Spiel mit einem gar nicht mal so niedrigen Schwierigkeitsgrad, wie ihr gesehen habt. Besonders der Endboss hat's in sich. Und ohne Save States hätte ich wahrscheinlich Jahre gebraucht, um dieses Let's Play abzuschließen. So allerdings ist mein erster, ich sag einfach mal, halber Blind Run beendet. Mein Kurzprojekt zu The Cyber Shinobi. Ich bedanke mich also an dieser Stelle mal fürs Zuschauen. Das nächste Projekt, das ich euch vorstellen würde, ist dann wieder ein Sega Master System Spiel. Und das ist dann auch zugleich das größte Projekt, was ich starten werde. Golden Axe Warrior. Ein Zelda-Rip-Off. Also quasi eine Mischung aus den Golden Axe-Spielen und The Legend of Zelda. Das wird mein nächstes Let's Play sein und das wird nochmal richtig umfangreich. Ich hoffe, mit diesem Kurzprojekt konnte ich ein bisschen Lust auf mehr machen. Der Sega Master System hat nämlich richtig gute Spiele zu bieten. Und die müssen ja auch mal alle geletsplayed werden, nicht wahr? Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut!